M? M? Das kann nur Mary sein. Diesem ist wohl jedes Mittel recht. Das wird Konsequenzen haben. Ich muss ja einiges ertragen, aber das geht wirklich zu weit. Ich glaube, mehr gibt es hier unten nicht zu tun. Zeit, sich um Phil zu kümmern. Ich glaube, er kommt langsam wieder zu sich. Nein, das hat er. Ja, wurde das jetzt wieder zugemacht? Gute Idee. Ich spiele. Eine Metallklappe, darum kann ich mich später. Ja, aber wie soll ich mich um ihn kümmern? Plastikflasche. Ich kann ihn auch mit dem abgesägten Schrotgewehr. Nein, das hat er. Nein. Nein, das hat er. Hat er nicht verdient. Ich weiß leider überhaupt nicht, was ich mit ihm machen soll. Foto? Immer noch nicht. Bleistift. Ja, Bleistift. Ich glaube, er kommt. Nein, danke. Von der Vision in der Gefängniszelle ist mir immer noch übel. Nein, das hat er nicht verdient. In diesem Fach hatte Phil. Da drin liegt eine stark. Ja, aber mehr machst du doch nicht. Der Fernseher ist aus. Ein Haufen Schrott. Falls ich mal etwas davon brauche. Bin verwirrt. Da drin liegt eine in diesem Fach. Ich glaube, er kommt langsam wieder zu sich. Ich speichere jetzt sicherheitshalber einmal. Und ich habe genau im passenden Moment gespeichert, weil mir mein Headset ausgegangen ist. Tada! So, was mache ich jetzt mit dem? Eine abgesägte Schrotflinte, ideal für blinde Schützen. Mit dieser Flinte zersiebt man eine Kuh auf 10 Meter. Das wollen wir ja nicht, wir sind ja nett. Irgendwie fühlt es sich toll an, so eine Waffe in der Hand zu halten. Was rede ich da? Das weiß ich nicht. Richtiges Kaliber. Aber ich will nicht mit einer geladenen Waffe durch die Gegend rennen, sondern sie lieber schnell wieder loswerden. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
könnte ihm meine Medikamente einflößen. Ich soll ihn am besten im Keller einsperren, wie er es mit mir gemacht hat. Ich sollte mich zuerst um Phil kümmern. Ihn am besten im Keller einsperren, wie er es mit mir gemacht hat. Der Fernseher ist aus. Darum kann ich mich später. Ich sollte ihn im Keller einsperren. Schlüssel, na klar. Also wenn, sollte ich die Tür von der anderen Seite aus abschließen. Okay. Den bin ich erstmal los. Gerade noch rechtzeitig. Du mieses Stück Dreck! Die Stimme war gerade so komisch. Okay. Ich will erst wissen, was auf dem PC drauf ist. Danach ist die Diskette dran. Okay. Dann machen wir den Computer an. Ach, war ja klar. Ich brauche das BIOS-Passwort. Na, ganz einfach. Oh, ich tue mich mit der tollen Tastatur ein bisschen schwer. Morg, das war das richtige Passwort. Dann schauen wir mal, was sich mit dem PC hier so anstellen lässt. Das klingt interessant. Unlock Exe. Starten wir das mal. Eins für Kellertür. Nee, lieber nicht. Zwei für Lager. Lager? Das nehme ich. Das kam aus Richtung des Schranks. So, dann machen wir das Geheimfach auf. Hier hat etwas geklackt. Mal schauen. Da war eine Art elektronisches Schloss dran, das sich fernsteuern lässt. Anscheinend ist das hier Phils Schatzkammer. Das Videokassette. Eine Liste mit Geldbeträgen. Aha. Die Bücherschnalle 200 Pfund. Die Fremde 500 Pfund. Der vorlaute Ami 100 Pfund, 2500 Pfund, 300 Pfund. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, mit Ami bin ich gemeint. Was soll das sein? So eine Art Kopfgeld? Hat mich Phil deshalb eingesperrt, weil er Geld dafür bekommt? Hinter den Geldbeträgen steht jeweils ein M und ein Haken. Außer bei der Fremden. Und was haben wir hier? Betamax Videokassetten. Seltsames Format. Was steht hier? Ralph? Sommer 1990? Sind das Urlaubsvideos von Ralph? Bevor er verrückt wurde? Oder, hä? Aber warum wurden sie hier versteckt? Was gibt es hier denn noch? James, August bis Oktober 1979. Und noch ältere, aber auch neueren Datums. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich nehme mir nur die Ralph-Kassette mit. Ich will wissen, was da drauf ist. Aber James ist doch tot.
Das verstehe ich nicht. Hier ist auch ein Betamax-Rekorder angeschlossen. Dann wollen wir doch mal sehen, was auf der Videokassette drauf ist. Was ist das? Da sitzt Ralph. Gefesselt auf einen Stuhl. Das ist hier im Keller. Was war... Das ist ein Foltervideo. Mehr muss ich nicht sehen. Ich will gar nicht wissen, was auf den anderen Videos noch drauf ist. Das mit James finde ich allerdings interessant. Ich will mir weder das Foltervideo weiter ansehen, noch die Kassette mitnehmen. Okay, dann guck dir den Computer nochmal an. Ansonsten ist hier nichts Interessantes mehr drauf. Aber du hast ja noch eine Diskette. Muss ich das jetzt gewinnen? Wahrscheinlich gewinnen. Ich bin super schlecht in sowas. Okay. Ich verstehe das nicht. Kann ich mich auch hoch und runter bewegen? Ja. Warum kann ich manchmal schießen und manchmal nicht? Was? Wieso?